Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ein weiteres Tutorial. Diesmal für eine vollautomatische Hühnchenfarm. Also, es ist im Überlebensmodus ziemlich praktisch, wenn man Essen braucht. Ich suche mir mal schnell die Materialien zusammen. Das Design ist ziemlich simpel. Wir haben einmal. Ups, muss mich kurz ausrichten. Hier oben haben wir einmal einen Trichter, den wir dann mit Glas umbauen. Ich zeige es euch mal schnell, wie ich es meine. So. Dann, damit die Hühnchen nicht rausspringen können, nochmal zwei hoch. Da wir das wahrscheinlich im Überlebensmodus machen und nicht so viele Hühnchen haben, dass wir da gleich ziemlich viele reintun können, brauchen wir Seeds, um die zu paaren. Damit es geht, muss man die ins Wasser tun, damit die hoch und runter hüpfen. Okay, jetzt bin ich runtergefallen. Aber so kann man die dann am einfachsten paaren. Da wir jetzt hier aber im Kreativmodus sind, können wir uns hier nochmal kurzerhand die ganzen Hühnchen herholen. Wenn einem dieser Platz nicht reichen sollte, also heißt, irgendwann mal sind hier zu viele Hühnchen auf einem Platz. Und immer wenn dann eins neu dazukommt, stirbt irgendein anderes, wie ihr hier gerade seht. Wenn euch das trotzdem noch zu wenig Hühnchen sind, könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr hier einfach nochmal den bisschen mehr Platz gebt. So. Ups. Ups. So. Und, man kann auch sicherheitshalber nochmal eine Schicht Glas drüber machen, dass ihr da auch ja nicht rausspringen. Füllen wir es noch mal kurz mit Hühnchen. Also, das ist eine ziemlich krasse Käfighaltung, würde ich jetzt mal sagen. Aber egal, ist halt Minecraft. So, das Endprodukt hier wären jetzt Eier. Wenn man die haben will, ist alles völlig in Ordnung. Also kann man dann Eier sind auch gut. Wenn man die Eier allerdings nicht haben will, sondern lieber gebratenes Hühnchen. Da braucht man jetzt noch dann hier. Wir müssen Shift drücken, dann gehen wir so in die Beuge. So, ups. Mal Shift drücken, dann beugen wir uns so und können an andere Sachen. Zum Beispiel so wird man ja von dem Dispenser die ganze Zeit das Inventar öffnen. Soll man nicht. Und mit Shift kann man das einfach davor platzieren. So müssen wir das dann auch da oben hin platzieren. Dann haben wir hier einen Dispenser. Ups. Habe ich gerade eben gesagt, das Schiff daneben setzen. So. Zack. Dann umrunden wir das mal mit Glas. Hier unten kommt die Kiste hin. Und da drauf dann ein Trichter. Hier auf diesen Trichter kommt ein Slab. Und hier oben hin, über die Slab. Da ist noch fertig ummantelt, sonst läuft die Lava weg. Kommt die Lava rein. Damit von oben auch nichts in die Lava reinfällt, zum Beispiel hier. Können wir das so drauf machen. So. Jetzt müssen wir nur noch den Dispenser automatisieren. Heißt, wenn was drin ist, soll es ja optimalerweise auch rausdispensed werden. Das machen wir so. Sobald dieser Komparator angeht, ist was drin. Das wird dann erkannt. Geht dann hier in den Dings, in den Dispenser. Ich will da was platzieren. So. So. Wird dann hier verstärkt, geht dann einmal in den Komparator, damit es die ganze Zeit klickt, damit es nicht ein Signal ist, sondern damit es mehrere sind, falls mehrere Items reinkommen. Und dann geht es hier in diesen Dispenser. Zur Demonstration, wir können uns mal ein paar Eier holen. So, jetzt haben wir mal ganz viele Eier, die wir hier in diesen Dispenser reintun können. Wir können, wenn es uns nicht schnell genug geht, ja, können wir das ganze Ding kaputt machen. Können wir das noch so machen, so ist es ein bisschen schneller. So werden dann die ganzen... So, ja. Es würde so schneller gehen, außer wenn man es ganz voll macht, dann geht es nicht, aber... Ja, habe ich gerade nicht gedacht.
Dann hat man hier unsere kleinen Hühner. Und sobald die wachsen, werden die da oben gegrillt und wir bekommen gegartes Hühnchen. Wir können jetzt nochmal den Rest der Eier hier reinschmeißen. Und, also ich glaube, ihr habt es alle verstanden, wie es funktioniert. Ich will euch jetzt nur noch kurz zeigen, was passiert, wenn man da, wenn dann ausgewachsene Hühnchen reinkommen. So, wenn man jetzt hier, als hier zur Demonstration, ausgewachsene Hühnchen reintut, dann sind die so groß, dass die hier oben in die Lava reinreichen und dann verbrennen und dann bekommen die hier Roast Chicken und Federn. Gut, für alle Veganer ist das jetzt vielleicht nicht ganz so nett zu sehen, aber ich kann euch beruhigen, die Hühner sind nicht echt. Und wenn die Farm einmal angelaufen ist, also heißt, wenn hier oben die Hühner gut Eier legen, dann kann es für eine einzelne Person reicht die Farm dann völlig aus, um sie mit Essen zu versorgen. Das war's dann mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.